Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Ja, in diesem Video möchte ich euch ganz kurz zeigen, wie ihr die Mountainbike-Karte von der Seite mtbtourmap.de, also auf QMapCheck installieren könnt. Also einfach euren Browser, eurer Wahl aufrufen und einfach die Internetseite hier oben eingeben. Ja, und dann könnt ihr eigentlich auch schon die Karte herunterladen. Hier oben in dieser Leiste unter Karte installieren findet ihr nochmal so ein paar Kurzanleitungen, wie ihr zum Beispiel die Karte auf das Garmin installieren könnt, wie die Karte mit QMapCheck installieren könnt und auch in Basecamp benutzen könnt. Genau. Einfach auf der Home-Seite ein bisschen weiter nach unten scrollen und dann über diesen Download-Button dann dementsprechend sich die drei Karten herunterladen. Der Layer ist dementsprechend einfach nur ein Layer, wo die ganzen Wanderwege auf eingezeichnet sind. Ja, die Desktop-Karte, wie der Name schon vermuten lässt, ist eigentlich für den Desktop gedacht. Und die Garmin-Karte, ja, mein Wunder und Staune fürs Garmin-Gerät. Aber es lassen sich beide Karten auch entsprechend für das andere System nutzen, das ist kein Problem. Nur die Karten sind dementsprechend so ein bisschen optimiert, einmal für den Desktop. Da sind die Farben ein bisschen krasser und fürs Garmin-Gerät sind die Farben in dem Sinne ein bisschen blasser, was den Hintergrund angeht, um einfach den Kontrast der einzelnen Wege besser hervorzuheben. Da steckt eigentlich nur so dahinter. Ja, wenn ihr das getan habt, ich kann mal hier eben kurz draufklicken, dann werdet ihr weitergeleitet zu Nextcloud. Dort sind die alle hinterlegt und dann könnt ihr hier drüber dementsprechend die Karte einfach herunterladen. Wenn ihr das getan habt, dann öffnet ihr euren Dateibrowser eurer Wahl, geht dann auf Downloads und dann die Karte mit Rechtsklick am besten einfach in ein Verzeichnis eurer Wahl kopieren. Bei dem sind die zum Beispiel jetzt hier in fertige Karten drin. Hier sind ein paar alte Karten und das wären jetzt die drei, die auch auf der Homepage sind. Einfach hier ablegen, gegebenenfalls entpacken. Teilweise sind die gezippt und teilweise auch nicht. Das werdet ihr dann sehen. Ihr könnt die theoretisch auch noch umbenennen, das spielt alles keine Rolle. Ihr braucht auch keine Installationsdatei, sondern Setup-Datei. Ihr braucht in dem Sinne dann nur noch das Programm QMapCheck. Ich habe es bei mir schon installiert, aber das könnt ihr auch ganz normal im Terminal zum Beispiel über eure Paketquellen installieren. Bei Ubuntu wäre das über den Befehl sudo apt-get install und dann einfach eingeben QMapCheck. Und schon findet er natürlich dementsprechend das Paket auch. In meinem Fall, ich sollte mein Passwort auch mal richtig eingeben, müsste jetzt eigentlich erkennen, dass er das schon hat. Hat er schon, ne? Ich habe schon die neueste Version, das wäre jetzt hier die Version 1.14. Ja, wenn ihr Windows oder Mac benutzt, dann habt ihr noch die Möglichkeit, das Ganze über den Hersteller, sage ich es einfach mal, direkt herunterzuladen. QMapCheck einfach eingeben. Und dann irgendwo über GitHub zum Beispiel, würde ich jetzt anwählen, könnt ihr dann dementsprechend, guck mal, es gibt sogar schon die Version 1.16, gibt es sogar noch eine aktuellere Version. Ja, entweder als App-Image kann man sich das runterladen. Das könnt ihr eigentlich immer machen, App-Image. Dann hätte ich die neueste Version. Kenne ich nämlich auch noch nicht. Gibt es das auch für Windows? Nee, das wäre jetzt alles jetzt hier Linux-Variante, aber es gibt auch eine Windows-Variante. Da müsst ihr selbst mal gucken, wo die sich jetzt genau im Internet versteckt. Mich wundert es, dass sie jetzt hier auf GitHub nicht drin ist. Nee, auf GitHub doch hier vielleicht. Aber macOS, sehe ich hier gerade, ist hier drin. Für Windows gibt es nichts.
Ja, für Windows müsst ihr dann einfach mal googeln. Man kann sie auf jeden Fall als Excel-Datei herunterladen. So, dann einfach starten. QMac Check 16, Rechtsklick, ausführen. Dann sollte es eigentlich erscheinen. So. So, in etwa müsste es bei euch auch aussehen, egal was ihr für eine Version habt. Und er hat jetzt sofort hier mein GPX-Verzeichnis erkannt und auch sofort meine Karten. Das wird bei euch nicht der Fall sein. Einfach Rechtsklick hier in diesem Bereich. Dann geht ein Kontextmenü auf und dann Kartenverzeichnis angeben. Und dann einfach jetzt hier über das Pluszeichen dann einfach das Verzeichnis anwählen, wo ihr eure Karten habt, ne? Bei mir zum Beispiel wäre das bei 00 fertige Karten. Und auf OK. Und gegebenenfalls vielleicht noch mit dem Rechtsklick noch einmal auf Neu laden. Ja, und das war schon fast alles. Und jetzt braucht ihr nur noch die gewünschte Karte, die ihr jetzt hier haben wollt, braucht ihr einfach auch nur mit dem Rechtsklick aktivieren. In dem Fall nehme ich mal die Desktop-Variante, weil die wollen wir uns dann in diesem Video ein bisschen genauer anschauen. Bei QMac Check einfach nur darauf achten, dass hier dieses Symbol quasi, ich weiß nicht, ob man sieht, ob das muss so eingedrückt sein. Sag ich mal, das sind wie so Knöpfe hier. Und dahinter versteckt sich immer ein Fenster, was man dementsprechend an- und abwählen kann. Jetzt müssten eigentlich alle Fenster jetzt hier aktiv sein. Das ist natürlich ein wenig überladen. Ne? Entweder kann man jetzt hier wieder zurückklicken oder man klickt hier einfach auf das X. Dann kann man die Fenster, die man nicht braucht, kann man dann einfach schließen. So, das brauche ich auch nicht. Ich wähle jetzt meine Karte an, die ich sehen will. In dem Fall ist es die Desktop-Karte. Ich aktiviere einfach. So, und schon habe ich meine Desktop-Karte, die ich mir jetzt hier anschauen kann und bestaunen kann. Jetzt könnte ich hier zum Beispiel das wieder schließen. Dann habe ich hier eine richtige schöne große Ansicht. Ich zoome mal ganz zurück. In dem Fall auch von ganz Deutschland. Und jetzt suche ich mir irgendein Gebiet hier mal raus, wo ich jetzt hineinzoomen möchte. Zum Beispiel wäre ein schöner Bereich, wo viele Wanderwege sind und Mountainbike-Wege. Ja, woran erkenne ich jetzt, ob das ein Mountainbike-Weg ist oder eine Wanderroute? Oder beziehungsweise ja, eine markierte Wanderweg, beziehungsweise ein Wanderweg. Eigentlich ganz einfach, überall wo schwarze Punkte sind oder schwarze Vierecke sind das ja eigentlich, das sind alles Wanderwege. Und die roten Punkte, das sind alles ausgeschilderte Mountainbike-Routen. Hier zum Beispiel ist sie markiert mit Nummer 11. Also dieses Bergzeichen, das ist eigentlich nur ein allgemeines Mountainbike-Zeichen. Das sagt einfach nur aus, ist ausgeschildert, aber das Zeichen sieht in echt anders aus. Da fehlen da wohl noch ein paar Datensätze bei OSM und dann sind hier dementsprechend einfach nur so ein Bergsymbol dargestellt. Genau. Ja, bei Wanderwegen ist einfach nur die Kurzbezeichnung, hier zum Beispiel Z4, HSK, WHT. Da weiß ich zum Beispiel, das ist der Winterberge Höhentour heißt der, meine ich. Z3 und wie sie alle heißen. Also die Symbole als solches, die werden nur die Standardsymbole dargestellt. Da gibt es auf meiner Homepage gibt es da auch ein Verzeichnis unter Legende. Da könnt ihr mal nachschauen. Und die Wanderwege, die sind alle hinterlegt. Ne? Zum Beispiel A1 bis A9 sind örtliche Rundwanderwege, X1 bis X28, Hauptfernwanderwege und diese hier auch. Ne? Gängige Wanderzeichen sind auch hinterlegt. Hier ist auch nochmal die Legende zum Mountainbike. Wenn einfach nur MTB steht oder dieses Bergsymbol, das sind das ausgeschilderte Mountainbike-Strecken. Aber wie gesagt, das sind nicht die richtigen Zeichen. Bis jetzt hinterlegt sind nur die Symbole, die auch vor Ort genauso aussehen. Das sind in erster Linie auch Wege, die ich schon abgeradelt bin.
die ich kenne, wo ich genau weiß, die sehen vor Ort auch wirklich so aus, und wo ich nicht genau weiß, wie die vor Ort aussehen. Ja, genau, dann ist dieses Symbol hier quasi dann auf der Karte zu sehen. Und dann gibt es noch eine Klassifizierung. Da geht es hier um die Wegeart als solches. Das muss jetzt nicht zwingend eine ausgeschilderte Mountainbike-Strecke sein, sondern kann auch einfach nur ein Trail sein. Trailartiger Weg. Hier zum Beispiel, ne, das sind also Punkte und dann ist dieses Mountainbike-Symbol und mit der Klassifizierung von S0 bis S6. Genau, offizielle MTB-Strecke und Wanderweg. Dann hat man natürlich dementsprechend den schwarzen Punkt, den roten Punkt und das schwarze Viereck. Und wenn es nur eine Mountainbike-Strecke ist, dann hat man nur die roten Punkte. Ja, so in etwa ist die Karte zu verstehen. Ja, Fokus ist natürlich jetzt hier die Wegeart. Das Rote sind schmale Pfade, das Grüne sind Wiesenwege. So. Ich suche mal eine Strecke, wo ziemlich viele verschiedene Wegearten sind. Zum Beispiel hier in der Haardt. Das ist ja so ein Waldgebiet bei Recklinghausen. Und hier sieht man auch schon wieder, hier sind alles kleine Pfade, sage ich mal. Wenn man näher rein zoomt, sieht man hier auch diese gepunkteten Linien. Das sind Trails, wo auch eine Skalierung, eine Mountainbike-Skalierung hintersteht. Hier zum Beispiel, hier wäre jetzt ein normaler Pfad. Hier ist ein Mountainbike-Pfad. Also sagen wir so, das sind Pfade, die natürlich für Mountainbiker interessant sind, man muss das so sagen. Wo sich ja jemand die Mühe gemacht hat und da entweder S0 bis S1 oder beziehungsweise bis S6 hinterlegt hat. Die sind dementsprechend mit diesem Symbol hier gekennzeichnet. Ja, hier wäre zum Beispiel eine offizielle Mountainbike-Route. Das wäre jetzt der Rundweg aus der Haardt. Haardt on Tour heißt der, meine ich. Ja, dann kann man dann einfach den roten Punkten hinterherfahren und dann hat man einen wunderschönen Rundkurs. In dem Gebiet sind so schon sehr, sehr viele Wanderwege. Das sieht man jetzt ja hier an den schwarzen Punkten. Das sind alles ausgeschilderte Wanderwege. A4, das wäre so ein örtlicher Rundwanderweg. Ja, X10 zum Beispiel, ein Fernwanderweg. Ja, so in etwa ist die Karte zu verstehen. Ne? Das wäre hier ein Track. Man muss natürlich ein bisschen genauer hingucken. Die Linie ist ein bisschen dicker als die hier. Vielleicht ändere ich das auch nochmal, mache die noch einen kleinen Ticken dicker, dass man es noch besser erkennen kann. Also das wäre jetzt so eine Waldautobahn, so ein Wirtschaftsweg. Und hier nehmen wir an, wäre das so ein Reitweg, der parallel verläuft. Und das sind wieder Pfade. Ja. Und eigentlich gibt es da auch viel mehr gar nicht zu sagen. Ne? Ich meine, ein Baum ist ein Baum, das ist wohl ein etwas besonderer Baum. Ja, Berggipfel werden auch dargestellt mit Höhenangabe. Ja, Höhenangabe über normal Höhennull, also 91,69. Ja, Radzeichen, ne? Hier ist ein normaler Fahrradweg. Also keine Fahrradroute, sondern Fahrradweg halt, ne? Ein örtliches Verkehrszeichen halt. Ja, was wird noch dargestellt? Klar, Wanderhütten, wenn man Rast machen will. Parkbänke, Rettungspunkte. Ja, das, was wichtig ist, ist ein bisschen größer vom Symbol her, was jetzt nicht ganz so wichtig ist. Ist dementsprechend ein bisschen kleiner dargestellt. Wenn man mal jetzt hier durch so eine Ortschaft muss, oder wie jetzt hier durch Haltern, Straßennamen werden angezeigt. Auch ein paar Geschäfte. Ja, wenn man mal einen Kaffee trinken will, Gebäude, ja, auch wieder hier Pfade, interessante Wege für Mountainbiker, so normale Trampelpfade sind das dann, sage ich mal.
Ja, Viewpoint, ist hier was Besonderes. Naturschutzgebiet. Also die Karte richtet dich schon stark an der Wanderreitkarte, keine Frage. Die ist einfach nur so ein bisschen optimiert für Mountainbiker. Ja. Auch wenn man weiter rauszoomt, dass die Karte immer noch übersichtlich ist, sage ich mal. Ne? Und dann auch zur Orientierung, dass die Orte dann dementsprechend dann auch nochmal schön abgebildet werden. Hier Billerbeck zum Beispiel. Dass man sich dann schnell zurechtfindet. Auch ein sehr schöner Wanderweg hier. Ja. Ja, dann hat man natürlich auch noch die Möglichkeit, dafür habe ich die ja jetzt eigentlich in erster Linie jetzt gemacht, um dann mit der Karte auch eine Tour zu planen. Ja, wie gehe ich da vor? Wie plane ich damit eine Tour? Im Grunde genommen ganz einfach. Man klickt hier einfach hier auf dieses kleine Fähnchen und dann geht hier rechts seine Menüleiste auf. Hier habe ich sogar schon einige Touren geplant und dann kann man die sich zum Beispiel jetzt anzeigen lassen. Also jetzt hier die Rheinroute, hier kann man die erkennen. Hier wäre quasi die Route. Die müsste ich jetzt zum Beispiel noch weiter nachbearbeiten. Eines Nachteil ist jetzt hier, man sieht es ein bisschen schlecht, sag ich mal. In dem Fall Rechtsklick auf Bearbeiten, Trägpunkte bearbeiten. So, und jetzt sieht man hier natürlich schon ein bisschen besser. Jetzt habe ich hier eine Tour geplant, die hat jetzt 89 Kilometer. Und die findet hier am Rhein-Herne-Kanal an der Zurbrücke statt. Also ist quasi Start und Ziel in einem. Und die könnte ich eigentlich bei der Gelegenheit jetzt mal zu Ende planen. Jetzt fehlt hier noch ein Stückchen. Ich kann hier nicht einfach quer durch die Landschaft fahren. Ich muss mich ja schon so ein bisschen an die Wege orientieren. Über das Pluszeichen kann man Punkte hinzufügen. Und dann kann man jetzt dementsprechend nur die Punkte setzen, wie man fahren möchte. Hier zum Beispiel sehe ich habe hier einen Fehler gemacht, weil das Gelbe ist nämlich schon ein Haupt- oder eine vielbefahrene Straße. Und das möchte ich ja natürlich nicht unbedingt als Mountainbiker. Kann mit dem X kann die Punkte wieder löschen und mit dem Plus dementsprechend wieder hier ja, runterfahren. Ne? Die könnte man dementsprechend auch hierher fahren, sage ich mal. Hier wäre wieder ein Radweg. Dann fahren wir hier unten her. Ja, und so in etwa plane ich jetzt immer die Touren. Jetzt muss ich gucken, wo muss ich hin? Ich muss jetzt hier in dieses Gebiet wieder rein. Ich fahre jetzt hier an der Emscher weiter. Genau. Ich glaube, das mache ich auch. Ich habe mich gerade anders entschlossen. Ich fahre wieder zurück Richtung Emscher. So, und setze ich wieder neue Punkte. Ups. Jetzt habe ich mich zum Beispiel ein bisschen verdrückt. Jetzt kann man hier auch einen Punkt verschieben. Das geht auch. Ist natürlich ein bisschen mühselig, sage ich mal, wenn man so jetzt vorgeht. Man kann das Ganze natürlich auch mit Komoot machen, ist auf eine Art ein bisschen komfortabler, weil dann braucht man im Endeffekt ja nur Ziel- und Endpunkt eingeben und dann richtet er sich ja automatisch an den Wegen aus. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoller ist, ja, wirklich selbst, lieber selbst Hand anzulegen und also es kommt nicht das böse Erwachen in dem Sinne. So. So in etwa. Dann wäre ich hier wieder an meinem Startpunkt. Jetzt sehe ich hier gerade, das ist auch ein bisschen unsauber gezeichnet. Mein Startpunkt wäre eigentlich genau an dieser Stelle. Oft. Und dann geht es von da aus los. Ja, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen von dieser Karte hier. Ich bedanke mich an dieser Stelle und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!